Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf dem Kanal. Ich bin's wieder, euer Yasin. Und ja, Freunde, heute mit einem erneuten Video. Und zwar, Leute, man kann es zwar nicht sehen, aber Freunde, wir spielen heute mal eine Runde Ranked in Fortnite. Ja, Freunde, wir spielen heute eine Runde Ranked in Fortnite. Und hier ist auf jeden Fall unser erster Gegner, den wir gekillt haben. Und da auch schon der zweite. Wundert euch nicht, wenn die Gegner nicht so gut sind. Denn Leute, ich bin auch erst Silber 1 in Ranked. Denn Leute, ich zocke sehr, sehr selten Ranked in Fortnite. Ja, ich möchte heute mit euch ja, einfach nur eine chillige Runde zocken. Ja, und euch ein bisschen so erzählen, was für Videos ich jetzt machen werde. Denn ich habe ja euch in dem letzten Video gesagt, dass ich jetzt weniger streamen werde, weil ich halt wieder arbeiten gehe. Ja, und das heißt natürlich, dass ja, mehr Videos kommen, wenn ich weniger streame, ist ja klar. Und es werden verschiedene Videos kommen. Es werden, denke ich mal, entweder mal so eine normale Runde einfach nur kommen, also so eine chillige Runde zum Zocken. Oder was auch sehr, sehr oft wahrscheinlich jetzt kommen wird, sind einfach irgendwelche Challenges. Denn ja, Challenges sind immer was Cooles. Da kann man, ja, kann man alleine machen, kann man auch mit mehreren Leuten machen. Gucke ich auf jeden Fall. Ja. Ob ich die alleine mache oder mit vielleicht mit ein oder zwei oder sogar drei anderen Leuten. Ich denke mal, ich werde die Challenges mal alleine machen, aber ich werde vielleicht auch mal welche Leute da hinzuziehen, fragen, ob die Bock haben, eine Challenge aufzunehmen und dann ja, eine Challenge machen mit denen und ja, denn es ist ja langweilig, wenn man einfach so eine Runde zockt, ja, die ganze Zeit und einfach nur so eine normale Runde zockt, deswegen werden Challenges kommen und ja, das ist auf jeden Fall so der Plan. Ja, wie der Plan aussieht, während ich jetzt weniger streame. Hier ist ein Gegner. Ja, Leute, ich habe euch ja gesagt, die Gegner werden, beziehungsweise sind nicht gut, weil ich ja Silber 1 Rang bin. Und ja, ich spiele hier 0 Bauen, wie ihr es sehen könnt, Rank 0 Bauen. Ich weiß nicht, wie es im Baumodus ist mit Ranked, ob die Gegner da besser sind. Wenn ihr das wisst, wenn ihr gerade irgendwie Silber 1 Rang seid oder so, also jetzt nicht, wenn ihr Diamond seid oder so, da ist klar, dass die besser sind. Aber wenn ihr gerade Silber 1 oder so seid oder Silber 3, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Ja, was, beziehungsweise wie gut die Gegner sind. Und ja, ich denke mal, aber die Gegner werden im Grunde genommen viel, viel besser sein in normalen Battle Royale Ranked, weil das ist ja wieder normales Battle Royale und nicht null bauen. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, spielt ihr lieber Fortnite Battle Royale oder Fortnite null bauen? Battle Royale sollte jeder wissen, was ich damit meine, und zwar halt normal, so wie man es eigentlich kennt. Und null bauen, ja, ist halt null bauen, ne? So, ihr konntet gerade aber natürlich auch schon sehen, dass ja, die drei Gegner, die ich jetzt hatte, die waren nicht mehr sonderlich gut. Ich habe auch schon vor ein paar Tagen, und zwar genau genommen am Sonntag, habe ich im Stream eine Runde Ranked Solo gespielt. Da war ich noch Bronze 3 und da hatte ich eine 3, da hatte ich 12 oder 13 Kills, aber wurde leider nur Zweiter. Weil der Gegner halt eine bessere Position hatte als ich am Ende der Runde, weil, ja, wie gesagt, ich spiele Fortnite 0 Bauen Ranked und ja, der hatte eine bessere Position, weil er halt auf dem Berg war und er war halt die ganze Zeit in der Zone. Aber ja, auf jeden Fall, um zurückzukommen, was für Videos kommen. Wo ich gerade dran denke, wenn ich hier mal hier gerade so rumlaufe. Zum Beispiel, es könnte eine Challenge kommen, wo ich eine Only-Zug-Challenge mache. Also ganze Runde auf dem Zug nur. Oder es kann auch Challenges kommen, die ich schon öfters mal gemacht habe.
nur die und die Farbe an Waffen benutzen oder kein Heal benutzen, nicht bauen. Aber wenn ich nicht bauen Challenge mache, dann werde ich natürlich die Challenge im Baumodus machen, also im normalen Battle Royale, weil ja, sonst macht das ja keinen Sinn, ne? Weil die Gegner haben ja dann theoretisch gesehen keinen Vorteil. Oder, keine Ahnung, ne, was für Challenges kann man noch machen? Solo versus Squad, Solo versus Duo. Also, solche Challenges habe ich zum Beispiel noch nie gemacht. Solo versus Squad oder so. Also, Solo versus Squad, Duo oder Trio habe ich noch nie gemacht. Gut. Die Nicht-Bauen-Challenge habe ich auch noch nie gemacht. Ich hätte sie schon längst machen können, ja. Denn, wir. Ja. Haben ja Fortnite, beziehungsweise ich spiele ja Fortnite schon lange. Und zwar gab es damals noch nicht diesen Null-Bauen-Modus, aber man hätte natürlich damals eine Challenge machen können, halt nicht bauen, ne? Also, ja. Aber Freunde, ich finde den Null-Bauen-Modus persönlich gesehen besser als im Baumodus, weil heutzutage gibt es ja fast nur noch oder nur noch die ganzen Sweater im Bauen. Und wenn du dann mal eine Runde entspannt oder ein paar Runden entspannt Null-Bauen in Fortnite zockst, finde ich, macht das mehr Spaß. Als normales. Und Freunde, das hier war jetzt mal ein echter Gegner. Das war ein echter Gegner. Das hat, glaube ich, jeder gesehen. Aber ob ich die... Ja, moin. Ja, Freunde, das war's auf jeden Fall von dem Video. Heute ging das Video halt mal ein bisschen kürzer. Ja, moin, er hat 16 AP. Das Ding ist, wenn ich nicht rede, dann liegt das daran, dass ich gerade mich konzentriere, weil ein Gegner in meiner Nähe ist. Damit ihr Bescheid wisst, denn das habe ich euch noch gar nicht gesagt. Aber, ja, Video ging zwar heute mal ein bisschen kürzer, aber wir haben eigentlich gut Prozent gemacht. Wir sind zwar nicht neuer Rang, aber... Ja, ich würde sagen, das war's von diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken, gerne abonnieren, gerne die Glocke aktivieren. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.